Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem Blog. Heute ist der 31.08.2020. Heute war die Volkssilbe. Deswegen bin ich schon um 9 aufgestanden. Aber war dann im Rollstuhl bis 10 geschlafen. Und um kurz nach 10 ist jemand gekommen. Eins war Claudia da, bis um 4:30. Sie hat mir jetzt doch was geschenkt. Ich war nicht darauf vorbereitet, weil wir eigentlich gesagt haben, wir schenken uns nichts zum Abschied. Aber sie hat mir was geschenkt. So einen Stein mit einem Haus und einem Baum und einem Wasserfall, wo man so so kegelförmige Räucherhütchen draufstellen kann und die anzünden kann und dann sieht's aus wie ein Wasserfall, der da runterkommt, der Rauch, der da runter und runtersteigt. Und das riecht ganz angenehm und sieht echt cool aus. Ich bin ihr voll dankbar und ein kleines Bild mit einem netten Spruch drauf. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir Kontakt halten. Aber ich denke, es wird so sein wie noch mit jeder anderen Assistentin auch. Dass wir ein, zweimal schreiben und dann sich der Kontakt verliert. Weil ich habe mit Ines und so auch ausgemacht, dass wir Kontakt halten. Und die hat mir noch kein einziges Mal geschrieben. Und ich habe meine Handynummer seitdem nicht gewechselt. Ich bin heute schon ziemlich müde. Ja. Wir haben heute Kaffee getrunken, geraucht, beide waren wir sehr müde und haben nur ein wenig gequatscht, aber die Zeit ist schnell vergangen und irgendwie war es doch sehr schön mit ihr und ich finde es irgendwie trotzdem schade, dass ich nicht so das Vertrauen zu ihr aufbauen konnte. Und dass meine Mutter so gegen sie war, was aber nicht der Kündigungsgrund ist. Aber das mit dem Vertrauen, obwohl sie mir keinen Anlass gegeben hat. Aber naja, ich werde sie auf jeden Fall vermissen. Aber ich denke, dass sich der Kontakt wieder verläuft. Wie bei jeder anderen Assistentin. Aber trotzdem war es ein schöner Tag. Eigentlich. Nur das Wetter war nicht besonders schön. Es hat die ganze Zeit irgendwie geregnet und war kalt. Sonst geht's mir ganz okay. Ich habe meine Geburtstags-E-Mails beantwortet. Und auf Facebook zurückgeschrieben. Ein paar. Ich habe gerade gesehen, dass mir Gertrude auch geschrieben hat. Die von der Reha. Und muss sie auch noch zurückschreiben. Das mache gleich. Und im Juni hat sich jemand gemeldet bezüglich meiner Annonce vor 2 Jahren fürs Buch zu Depressionen und so. Und sie möchte mit mir ein Interview machen, inwiefern sich das Schreiben oder warum ich schreibe, weil ich depressiv bin oder warum, was mir das bringt oder ja, ich weiß nicht genau. Die hat sich jetzt auch gemeldet, dass
Ich habe das nicht gesehen, dass sie mir geschrieben hat, weil ich das immer am Handy sehe, wenn die landen irgendwie in einem anderen Ordner, die E-Mails. Und zwei Leute haben mir wieder geschrieben, einer schon im April und sie im Juni. Und ich habe jetzt zurückgeschrieben und sie hat noch Interesse und führt den Blog noch weiter. Und möchte mich noch interviewen. Und habe ihr jetzt so ein paar kleine Infos über mich geschickt. Ich weiß nicht, inwiefern sie mich interviewen möchte oder ob sie mein Buch lesen möchte. Aber es wird sich schon noch ergeben. Und das habe ich gestern gemacht und heute. Und auf Facebook haben mir 21 Leute gratuliert. Ausgenommen die, die mir privat geschrieben haben. Aber doch eine ganze Menge dafür, dass ich ein Jahr fast nichts auf Facebook gemacht habe. Zuletzt sind meine Bilder vom Tattoo online. Und das ist schon über ein Jahr her. Das war letzten Sommer. Und ich habe mich recht herzlich bedankt und es hat mich auch sehr gefreut, dass trotzdem so viele an mich gedacht haben. Und sonst geht's mir recht gut. Ich merke irgendwie jeden Tag von der 3-Monats-Spritze, dass sie mehr wirkt und mir die Stimmungsschwankungen und die schlechte Stimmung nimmt. Und heute hatte ich ein paar Schwankungen, aber nicht so krass. Wie gesagt, ich bin schon sehr müde. Sieht man auch an dem Auge. Es ist fast zu. Aber sonst geht's mir gut. Heute war Volkshilfe Haare waschen, da bin ich auch ganz zufrieden. Diesmal. Und am Mittwoch habe ich Kerstin-Termin, am Freitag fange ich Corinna an. Am Donnerstag bin ich bei Rasberger. Da gibt's dann auch neue Infos, ob man mir was anderes zum Schlafen schreibt oder nicht. Und ja, so gehen die Tage dahin. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt meinen Geburtstag hinter mir habe und habe mich sehr gefreut über alles. Und muss jetzt ein Jahr nicht an meinen Geburtstag denken und das ist ganz gut. Weil irgendwie kann ich mich damit noch mal nicht wirklich arrangieren. Aber das ist eine lange Geschichte. Sonst gibt's nichts Neues. Alles beim Alten. Und ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.